Holdrio zu Epic Replay, der Sendung mit den besten Gaming-Clips aus der GameStar-Community dieser Woche. Heute fangen wir mal in Ghost Recon Wildlands an, wo Christoph veranschaulicht, wozu so ein Hubschrauber eigentlich einen Heckrotor braucht. In Witcher 3 findet Sebastian raus, dass Plötze übel schlimm schwitzt. Kommen drei Rainbow Six Angeber in eine Bar. Sagt der Flo Rage, ich hab mal allein drei Typen in 8 Sekunden platt gemacht. Yes. Daraufhin sagt der K-Tronic, das ist doch noch gar nichts. Ich hab mal 4 Typen in 7 Sekunden alle gemacht. Sagt der Alex, pah, 5 Typen, 4 Sekunden und die hatten noch nicht mal die Schuhe richtig an. Jo. What? Ganz ohne Spoiler, hätte Dreamplay for Life diesen GTA Online Stunt nicht gelandet. Das Beste an diesem Clip aus PlayerUnknown's Battlegrounds ist nicht, dass der Spieler hier fast überfahren wird und auch nicht, dass der Spieler Tau Tau der Panda Ösi heißt, sondern diese Gymnastikeinlage. Wenn in CSGO ein Job erledigt werden muss, dann schickt man kein Team, sondern nur Lagster. In Halo 5 erklärt Tantix, Stop! Hammer time! Zu guter Letzt schauen wir noch eine Symphonie des Gemetzels, wenn Side Effects BLN hier in For Honor allein im gegnerischen Team umrührt. Und das war's auch schon wieder für dieses Mal mit Epic Replay. Dankeschön an alle, die ihre Clips eingereicht haben. Die Links dazu findet ihr in der Beschreibung. Und wenn ihr denkt, ihr könnt das viel besser und ihr habt eine Wahnsinnsszene aus einem aktuellen Spiel aufgenommen, dann schreibt mir eine E-Mail an epicreplay@gamestar.de.